It's an instinct. Feeling. The Force brought us together. We're not alone. Good people will fight if we lead them. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen hier zur vorweihnachtlichen Ausgabe des Kinocast. Hallo Kate. Hallo. Hallo Chris. Ich bin extrem enttäuscht, weil ich dachte, ey, du spielst jetzt irgendwelche kleinen Glöckchen ein, damit man weiß, okay, Weihnachten. So, ting, 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 ting. Das wirkt immer. Fast. Fast. Hallo, Erik. Hallo. Ja, der Chris ist nebenbei ein bisschen stollen. Ganz weihnachtlich hier. Oder Dominosteine oder so. Nee, Schokolade. Übrigens, als wir hochgefahren sind, haben wir entdeckt, da gibt's, das heißt, wir haben es nicht entdeckt, sondern die Katja kannte das schon. Da ist in der Nähe von Jena, wenn man von Kahla hochfährt, ist die Firma Balsen ansässig mit einer riesen Fabrik und die haben Werksverkauf. Und da sind wir rein und da gab es also Bruchware von Keksen ohne Ende, also alles, was Balsen so hergibt. Und da habe ich, mein Kleiner, der isst gerne diese Mikado-Stäbchen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das ist wie so eine Salzstange mit Schokolade obendran. Ja, ja, ja. So die Bruchware, die dort sehr, wirklich für fast nichts verkauft wurde. Wir haben einen ganzen Eimer voll für 2,99, also ein richtiger Eimer voll, ja. So mit Deckel drauf und so, die haben da so durchsichtige Plastereimer für 2,99. Die Bruchware bestand daraus, dass unten das Teil, wo keine Schokolade dran ist, abgebrochen war. Also das, was man... wo man es festhält quasi. Genau, und dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Also sehr empfehlenswert, wer sich mal da in der Gegend rumtreibt. Vielleicht gibt es ja, das wird ja nicht die einzige Fabrik von Balsen sein in Deutschland. Also wer das irgendwo in der Nähe hat, ich habe schon gesagt, wenn das hier in der Nähe wäre, es wäre mein Untergang. Wenn hier so ein Werksverkauf wäre. Hier gibt es dann eher Klamotten und sowas. Eine Kollegin von mir ist auch über was vom Werksverkauf, die bringt immer Pickup-Bruche mit. Ist auch Balsen, oder? Ich glaube, ja. Ja. Ich glaube, ja. Da muss es ja hier auch irgendwas geben, oder? Also, nee, Leibniz. Entschuldigung, Leibniz. Ah, stimmt, ah. Leibniz. Ja, wir werden so. Weder gesponsert von einem noch dem anderen, leider, muss man sagen. Alle Kekse sind toll. Aber die, die uns sponsoren würden, sind natürlich am tollsten. Nein. Ja, aber empfehlenswert. Da gab es Sorten. Da gab es zum Beispiel von Jaffa Cake, das sind so weiche Kekse, wo oben Schokolade drauf ist, in der Mitte so eine weiche Füllung wie Marmelade. Und da hatten sie so neue Sorten. Die sind nicht im regulären Verkauf erhältlich, die konntest du aber dort kaufen und probieren auch. Ne? Gab es irgendwie Cola, Zitrone und noch irgendwas war da drin. Alles sehr abgefahren. Aber ey, wir wollen ja über Filme reden. Ich wollte gerade sagen, reden wir jetzt über Filme oder über... Also bevor wir über den... Erik entdeckt den Westen, oder? Nee, es war im Osten, in der Nähe von Jena. Oh, oh. Ich nehme alles zurück. Da gab es auch von Novartis eine Tablettenfabrik, aber da gab es keinen Werksverkauf, dass es sich mal irgendwie gutes Zeug hätte holen können günstig. Naja. Bevor wir über den Elephant in the Room reden, über Star Wars Episode 9, The Rise of Skywalker, der Aufstieg Skywalkers, reden wir noch über die Sneak Preview der vergangenen Woche. Und wir werden, denke ich mal, auch einen Spoiler-Teil noch mitmachen für Star Wars. Aber erstmal die Sneak Preview der vergangenen Woche. Da hatten wir den Film Queen and Slim. Und der wurde ja auch getippt. Und als er dann noch tatsächlich kam, war ich ganz angetan. Ja, weil ich hatte ja ein bisschen was drüber gelesen gehabt hier in unserer Filmvorstellung. Und der Film ist gedreht von Melina Matsoukas. Die hat vorher jede Menge Musikvideos gedreht für Beyoncé, Rihanna, Jay-Z und so weiter. Und ist jetzt so der erste Film, den sie macht. Sie hat, glaube ich, bei ein paar Serien mal irgendwo bei einer Folge mal Regie geführt und mal Kurzfilme und sowas. Aber das ist jetzt ihr erster richtiger Film. Die Hauptrollen spielen Daniel Kaluuya, den man kennt aus Get Out. Und Jodie Turner-Smith und Chloe Sevigny spielt noch mit und noch ein paar andere, die man kennt, die ich vielleicht mal nicht erwähnen möchte, weil die waren ein bisschen überraschend, die Auftritte.
Ich muss da ganz kurz reingrätschen. Sturgill Simpson spielt auch mit. Und welcher war das jetzt genau? Also er spielt, wenn ich so wie ich es jetzt gesehen habe, einen Police Officer Reed. Also den also er Police spielt Officer? Nicht diesen einen speziellen, aber er spielt einen Police Officer. Ich sehe es, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, Sturgill Simpson, woher kenne ich Sturgill oder woher kennen wir Sturgill Simpson? The Dead Don't Die. Genau, das ist der, der den Song geschrieben hat und singt und alles, der wohl ständig im Radio läuft. Aber ich glaube, das ist sogar der, wenn ich jetzt das Bild angucke hier, ist glaube ich der besagte Polizist. Also deswegen zur Story, wegen besagter Polizist. Die beiden, wie heißen die eigentlich, Queen und Slim? Die heißen Slim und Queen tatsächlich, die haben keine anderen Namen. Haben die sich nicht mal mit Namen angeredet? Nee. Aber gut, die beiden machen so ein Tinder-Date in so einem typischen amerikanischen Diner irgendwann abends. Und das läuft nicht ganz so rund, das ist wohl nicht so das, was sie erwartet hatten. Also sie isst so ein Salätchen und er hat übelste Tischmanieren und schaufelt sich da alles rein und irgendwie auch so vom Intellektuellen her passt irgendwie nicht so richtig zusammen, die beiden. Also man merkt schon, okay, da wird wohl kein zweites Date kommen und er bietet ihr aber dann an, sie irgendwie noch nach Hause zu fahren und will sie dann dort absetzen. Und während dieser Fahrt werden sie angehalten von einem Polizisten und wie es dann halt in Amerika so ist, muss man da echt vorsichtig sein, was man tut, was man nicht tut, weil sowas kann ganz schnell eskalieren, wenn Polizisten irgendwie ein bisschen Angst bekommen oder so, dass sie dann gleich die Waffe ziehen und so. Und das, so ähnlich passiert es hier nämlich auch, also sie werden kontrolliert und irgendwie schaukelt sich die Stimmung so ein bisschen auf, weil die Insassen des Wagens, speziell auch die Frau ist Rechtsanwältin, und finde das alles nicht so ganz in Ordnung, was der Polizist da so treibt, also was er von ihm sehen will und warum, mit welcher Begründung, und dass er auch einfach mal einen Kofferraum durchsucht, wo er halt mit geschickten rhetorischen Tricks den Slim dazu gebracht hat, den zu öffnen und alles sowas, ne? Und ja, was sind das hier für Kartons und so, und dann eskaliert das Ganze, das heißt, der Polizist verlangt, dass der Slim sich da eben mit den Händen auf die Motorhaube und Beine gespreizt und durchsucht und alles Mögliche, und es schaukelt sich halt immer weiter auf, solange dass der Polizist sogar eine Waffe zieht und auf ihn richtet und damit androht, was zu tun, und irgendwie gibt es dann ein Handgemenge, Schuss löst sich. Ja, weil sie aussteigt. Ja, sie steigt aus. Und sie steigt aus und sagt, ich bin Rechtsanwältin und ich werde das jetzt filmen, ich hole jetzt mein Handy. Ach, deswegen, ja. Ja, dann schaukelt sich halt immer weiter auf und es löst sich dann Schuss. Besser gesagt, der junge Mann kommt irgendwie an die Waffe und in seiner Notwehr, also weil der Polizist ja nun droht, seine neue Bekanntschaft zu erschießen, schnappt er sich irgendwie die Waffe und drückt einfach wild ab und erwischt den Polizisten halt. Und der fällt gleich um in den Schnee und ist irgendwie, bleibt liegen und ist offensichtlich verstorben. Und was macht man dann in dem Falle? Man kennt sich nicht, man ist ein Schwarzer, hat gerade einen weißen Polizisten umgebracht. Das sieht alles mal gar nicht so gut aus, deswegen man kann sich ja dann schlecht rausreden, ja, es war ein Unfall oder der hat uns bedroht oder sowas. Das schlägt halt schnell ins Gegenteil um in den USA. Und die junge Frau, die Queen, sagt dann halt, okay, komm, lass uns abhauen, und dann hauen sie halt mit dem Auto ab und wollen einfach mal flüchten, obwohl sie sich halt eigentlich kaum kennen und sie lernen sich eigentlich während der Fahrt dann erstmal so richtig kennen. Und wir erfahren dann noch so eine Nebengeschichte, dass diese Szene, diese gesamte Szene, was die beiden nur vermutet haben zu dem Zeitpunkt, dass es vielleicht gefilmt worden ist. Die Polizei hat ja meistens so Kameras im Auto und filmen dann solche Sachen, und dass sie quasi genau sehen, dass er ihn erschossen hat und so, und hat dann halt echt Bedenken. Und es ist aber die ganze Szene gefilmt worden, also auch wie der Polizist die beiden ungerechtfertigterweise so bedroht hat und beschimpft hat und alles. Und dann eben diese Kurzschlussreaktion wurde halt auch mitgefilmt. Und dieses Video ist viral gegangen. Das kursiert speziell in der schwarzen Szene. Und die werden schnell zu so einer Art, ja, nicht Märtyrer, aber so eine, irgendwie so Malcolm X-mäßig, der auch gegen Weiße da gekämpft hat und die Hand erhoben hat und sowas. Da bildet sich schnell so ein Mythos um diese zwei Figuren, die dann auf der Flucht sind, und was dazu führt, dass viele ihnen auch helfen, wo sie einfach denken, was ist jetzt los hier? Und dann wird so deutlich, okay, die haben das Video gesehen und finden das okay,
Und es schaukelt sich aber auch die Gegenseite nun auf, die sagt, hier, das kann nicht sein, dass hier Schwarze einfach Weiße erschießen. Und ja, die flüchten dann halt durchs Land, das ist ein riesen Roadtrip, kommen zu diversen Stationen, versuchen halt irgendwo unterzukommen bei ihrem Onkel, eine ganz zwielichtige Person. Dann immer weiter und immer weiter und sie versuchen irgendwie nach Florida zu kommen, um dort mit einem Boot oder mit einem Flugzeug dann überzusetzen nach Kuba, weil Kuba hat kein Auslieferungsabkommen. Mehr will ich jetzt da mal gar nicht verraten. Ja, das war es, glaube ich, was man dazu sagen kann. Ist halt wirklich ein Roadtrip. Und wie ist der Chris schon, war das vor der Aufnahme, wo du gesagt hast, hier Thelma und Louise und Bonnie und Clyde, oder war das noch in der Aufnahme? Ich glaube, es war, ja. Weiß nicht mehr. Ansonsten wiederholen wir es jetzt nochmal. Also Chris hat schon richtig zusammengefasst, so eine Art Bonnie und Clyde. Aber wider Willen, muss man fast sagen. Also Bonnie und Clyde, die haben ja ganz bewusst diese Kriminalsachen oder diese Verbrechen verübt und sind halt auf der Flucht gewesen. Hier ist eher so wider Willen und auch dieser Heldenstatus, der denen da angehängt wird, ist auch eher so wider Willen. Und ja, oder? Wie fanden wir das so? Ja. So eine Sneak reicht nicht okay, würde ich sagen. Oh, ich tat mir echt schwer, weil... Zu lang, auf jeden Fall. Viel zu lang in meinen Augen. Und der Film hat so ein richtiges... Der wirft in den ersten 5 Minuten... mit Potenzial um sich, so richtig. Der kotzt sein ganzes Potenzial quasi auf die Straße. Und was dann daraus entsteht, ist künstlerisch sicherlich wertvoll, aber was völlig an mir vorbeigedreht wurde, was ich ganz ehrlich sagen muss. Also, ja, natürliche Reaktion ist, oh, wir lassen uns erstmal die Haare irgendwie schneiden. Ja, wunderbar. Da sieht man ja gleich so viel anders aus. Die sahen schon anders aus, weil sie hatte lange Rasterlocken am Anfang und ja, dann halt ganz kurze Haare. Ja, aber und dieses ganze Ding, dieses ganze Trip, den sie da auf sich nehmen und wie und was und dann auch durch die verschiedenen Schichten, wo sie da kommen und auch an die verschiedenen Leute, wo sie rankommen, die einen sagen, ja, wir finden das toll, was ihr macht, die anderen sagen das, oder was ihr gemacht habt und endlich steht jemand auf, die anderen sagen, oh nee, was soll denn das und überhaupt und hat da alles gar keinen Wert und das ist schon vielschichtig, was da gezeigt werden soll, nur in einer ja derart trägen Art, wie ich fand, dass es für mich teilweise unerträglich war. Ich habe irgendwann angefangen, das Internet runterzuladen, weil es mich auch dann einfach nicht mehr interessiert hat, was mit den Figuren passiert. Der Film hat mich völlig verloren. Also ich sage ja, es ist bestimmt dramaturgisch heißt das, danke. Dramaturgisch bestimmt auch toll und diese Szenen und Bilder. Mir hat echt nur noch ein Bild gefehlt, wo sie einmal von links nach rechts so 10 Minuten durch die Landschaft laufen oder so. Das hat mir eigentlich noch gefehlt. Mich hat der Film verloren unterwegs. Also das ganze Potenzial, was der hatte, nichts draus gemacht. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ich fand der Film, da merkt man, dass das Editing, also die Nachbearbeitung von dem Film, ich meine jetzt nicht auf grafischer Seite, sondern reinweg der Schnitt, wie man in Szenen reingeht, wie lange man Szenen lässt, wann man aus einer Szene wieder rausgeht, weil die einfach langweilig ist, ja. Und dann dieses typische, auch dieses Kill Your Darlings, ja, dass man die Szenen, die man vielleicht als Editor, als Regisseur eigentlich am besten findet, dass man die lieber rauslassen sollte, weil, ja, dann funktioniert halt der Film an sich besser. Der hatte wirklich ein ganz mieses Pacing. Das ging mal schnell, und dann ging sie voll auf die Bremse und dann sind sie wieder irgendwo, war wieder völlig die Luft raus und wie gesagt, Szenen teilweise überlang. Das ist wie wenn jemand einen Witz tot reitet und dann irgendwie nochmal und nochmal und nochmal. So ungefähr war es hier auch. Einfach viel zu lang. Weil die Charaktere, die Nebencharaktere auch, die waren super. Ja, wie du jetzt sagst, dass der Film eine gewisse Pace aufnimmt, nur kurzzeitig. Und was mich da auch gestört hat, ist, dass sie quasi gleich wusste, was zu tun ist und was man machen muss und wie es laufen wird. Und wir müssen jetzt dahin und wir fahren jetzt dahin und dann machen wir das und dann machen wir das. Und es wurde dann teilweise versucht, so, das war für mich wirkte es wirklich so, dieser Versuch, noch ein bisschen Tiefe in die Figuren reinzubringen und noch ein bisschen Background-Story von denen zu machen. Und das ging völlig in die Hose. Also, die Geschichte von ihr, ja, okay, tragisch,
Seine Geschichte, was war denn da noch? Er hat seinen Vater kurz angerufen und dann? Ja, ja. Also das bleibt alles völlig, völlig blass. Vor allem, wenn er am Anfang erzählt, so von wegen, oh ja, meine Familie, meine Familie, meine Familie. Und dann gibt es eine kurze Szene, wo er ganz kurz den Papa anruft. Ja, geschenkt, Entschuldigung. Ist halt alles nicht plausibel, was da so geschieht. Soundtrack war aber geil eigentlich. Also da merkt man, dass die Regisseurin aus dem Musik-Video-Business kommt. Also das hat schon gepasst, aber insgesamt... Jazz. Ich habe heute auf der Rückfahrt gerade den neuen AAA-Podcast gehört, hier Alliteration am Arsch. Da hat Bastian Bielendorfer auch von der neuen Folge von Rick and Morty erzählt mit dem Zauberer, der da den Drachen irgendwie so, ja, Eisspell. Oh nein, das ist jetzt einfach, das Eis schmilzt, oh je, es tut einfach nur viel länger weh, hätte ich das nur nicht gemacht. Da musste ich auch so lachen, weil ich wieder dran denken musste. Ja. Ja. Allein die eine Szene war besser wahrscheinlich als der ganze Queen and Slim Film hier. Ja. Ja, aber für die Sneak war der okay. Da haben wir schon nein. Wirklich, doch. Ja. Zu lang. Ja, zu lang, stimmt. Also, da hätte also 2 Stunden, 12 Minuten. Der hätte in 90 Minuten locker auch funktioniert. Das ist eben das, was ich auch mit Editing meinte. Einfach Sachen rausschmeißen. Ich hätte zum Beispiel, ich glaube sogar zu wissen, welche Szene die Lieblingsszene der Regisseurin war. Nämlich die Szene, wo die versuchen, aus diesem einen Haus rauszufliehen. Wo die erst so, das will ich jetzt nicht verraten, weil es ein bisschen Spoiler wäre. Aber auf jeden Fall sind sie ja in der Garage. Und was dann passiert so, also die werden ja, also weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist eine sehr, sehr lange Szene. Die sitzen im Auto, der fummelt da an den Drähten rum. Das sind einfach mal so 5 Minuten. Und okay, die Auflösung ist ganz cool, ja. Aber das wäre so eine Szene, wo ich gedacht hätte, ja, genau die hätte ich geschnitten. Die hätte ich rausgenommen. Ich fand auch, die Liebesszene ist viel zu lang. Ja, die war fast pornografisch, ne? Also die war schon sehr explizit, muss man sagen. Also nicht, dass ich schlecht finden würde, aber... aber da hat mir die Skip-Funktion gefehlt, die ich bei Pornhub einfach habe. klar. Meinst du skippen oder vorspulen? Ja, vorspulen, Entschuldigung. ja, aber das war auch so in dieser bedrohlichen Situation. Und dann fangen die noch an, sich da gegenseitig... Na, egal. Ah ja. Aber ja, wahrscheinlich sollte das mal irgendwie gezeigt werden. Wahrscheinlich hätte es ein zärtlicher Kuss eher getan, dass wir verstanden hätten, okay, aus diesem schiefgegangenen Tinder-Date, die erst überhaupt nichts gemeinsam hatten, ist was geworden. Ja, hätte es wahrscheinlich ein zärtlicher Kuss auch getan. Ja, aber guck, genau das ist wieder deshalb, weil im einen Moment sind sie so, oh Gott, wir müssen schnell und hier weg und bla 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 und bla 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 und oh, alles hektisch, Panik und blablabla. Und im nächsten Moment ausgedehnte Szenen, sei es diese Horizontal-Polka-Tanzen-Szene, dann die Szene, wo sie da tanzen gehen in dem Lokal und alles und das alles so, wie Kaugummi, so, ich ziehe es noch länger und da hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass der Film sich tatsächlich am Titel ein bisschen orientiert. Slim. Ja, die eigentliche oder diese Parallelgeschichte mit der entstehenden, mit der aufkeimenden Revolte oder sowas, die haben ja die beiden Darsteller eher so zufällig dann mal an einer Stelle entdeckt. Ich glaube natürlich, wahrscheinlich war das so Ziel von der Regisseurin, dass wir quasi denselben Wissensstand haben sollen wie die zwei Flüchtenden. Also sie kommen halt irgendwo an, kriegen erzählt, oh, wisst ihr eigentlich schon, was hier abgeht und was da passiert ist und der ist gestorben und das und jenes. Aber rein aus dramaturgischen Gründen hätte ich die Story eigentlich mit der gleichen Wertigkeit parallel erzählt, so nach dem Motto, oh, das geht jetzt hier rum und dann kann man ja dort vielleicht auch jemanden begleiten, der sich von dieser Revolte anstecken lässt und dass man überhaupt irgendwie, ja, ein bisschen mitfiebert, ja, und nicht, man sieht mal einen, der geht auf eine Demo, wird erschossen, oh, alles furchtbar, okay, ich kannte den ja eh nur 20 Sekunden, also hat er mich nicht. So, aber jetzt genau, das ist jetzt die große Frage, hast du mit den beiden Hauptdarstellern mitgefiebert? Nee, nicht so wirklich, ich habe ich habe schon relativ früh geahnt, so, welche Richtung der Film nimmt, und ja, deswegen... Hatte ich da gar keine richtige emotionale Bindung. Aber das ist doch das Schlimmste, was dir passieren kann für so einen Film, dass du dann nicht mit den Hauptdarstellern mitfieberst. Ja, definitiv. Obwohl ich sagen muss, mit Thelma und Louise habe ich auch nicht mitgefiebert. Da fand ich eher die Story, wie die so erzählt war, fand ich halt sehr treibend, was halt hier auch nicht war. Hier war
das war keine treibende Geschichte, wo man sagt, oh GTA, oh 5 Sterne gesucht, oh ich muss hier weg und da weg und da flüchten und da Verfolgungsjagd und irgendwas, das war es halt nicht. Die kommen halt, bewegen sich dann irgendwo so im Trash-Milieu, da Trailerparks, besuchen so irgendwelche Leute und so. Die sind alle großartig, die Nebencharaktere haben mir sehr gut gefallen. Jedes Mal, wenn sie hingekommen sind zu irgendjemand, war das so eine riesen Wundertüte. Was ist das jetzt für ein Typ da? Wer kommt da jetzt wieder, ne? Und ja. Ich bin trotzdem der Meinung, für die Sneak ein okayer Film. Ich würde mir jetzt nicht nochmal angucken, definitiv nicht. Also aus keinem, gibt für mich keinen Grund, den nochmal zu sehen. Und ich habe jetzt gerade hier 5 Punkte gegeben. Vielleicht gehe ich noch ein bisschen tiefer, weil ich glaube, jetzt, wo ich nochmal so. Also ich habe die 5 auch vorhin gerade erst eingetragen. Vielleicht, ich gebe mal 4 von 10. Das ist sehr witzig. Ich hatte ihn bei 4 und habe jetzt auch nochmal drüber sinniert und bin dann bei 3, aber finde 3 ist eigentlich schon, ja, schon fast zu gut. Wenn er kürzer und knackiger gewesen wäre, ja, hätte ich vielleicht dann. Ja. Also ich finde, ihr habt mir jetzt so richtig Bock auf den Film gemacht. Ja, kannst du ja mal angucken. Geht 2 Stunden. Wir helfen gern. Geh doch mal ins Kino. Kinostart ist in 18 Tagen, sagt Moviepilot. So, ich werde ihn hier mal bewerten. 4, uninteressant, heißt die Wertung bei Movie. Kann man noch mal reingehen? So. Ja, aber ich bin mir auch sicher, dem einen oder anderen wird dieser Film tierisch gut gefallen und ja. Es sei dann auch jedem echt absolut gegönnt. Also, wenn man sagt, hey, hier so ein starkes Werk und was weiß ich was, ja. Ich guck mal kurz, wie der so bei Rotten Tomatoes liegt ungefähr. Wie da so. Oh ja, doch. Also die Audience Score 92%. Boah. Also 92% des Zuschauerwertung, der Zuschauerwertung, die fanden ihn gut. Wow. I think it's a thrilling debut for director. You fall in love with this couple. Oh Gott. The aesthetics are everything. Okay, also die Aufnahmen waren echt gut. Also wenn die da Landschaft. War auch so extreme Weitwinkelsachen, fast so westernmäßige Einstellungen, ja, wenn die da irgendwo unterwegs waren. Aber das sind eher so, ja, regietechnische Gimmicks, die eingesetzt hat, wahrscheinlich aus ihren Musikvideos heraus, ja, wie man da so Personen inszenieren kann. Aber ja, da muss halt die Story auf Dampf haben. Ja, okay, komm, geh mal weiter. wie schaut denn dein Hinweis für morgen aus? Für die letzte Sneak des Jahres vor Weihnachten. Da kommt meistens Scheiß. Ach so, vor Weihnachten, ja. Okay, dann. Also, für den 23.12. für die Sneak 1032 ist der Tipp, lass die Tür zu. Okay, das ist schon was dabei? Ja, es ist genau ein Tipp, ein Film getippt worden, und zwar 7500, der neue Film mit Joseph Gordon-Levitt. Wo es darum geht, dass ein Flugzeug entführt wird, beziehungsweise die Entführer versuchen, ins Cockpit zu kommen und er die Tür zulassen muss und hört, wie Menschen sterben. Das glaube ich eher so ein Kammerspiel. Also so geht es aus dem Trailer hervor. Und es wurde in der Gruppe ziemlich kontrovers darüber diskutiert, ob der jetzt gut ist oder nicht. Die einen fanden ihn total langweilig, die anderen fanden ihn ein bisschen besser und die anderen fanden ihn trotz Synchro, war er verwirrend. Ja, keine Ahnung. Das ist der einzige Tipp, weiß ich nicht. Ja. Gucken wir mal. Na, dann kommt der wahrscheinlich. Oder es gab ja auch diese Vampirfilme hier. Man soll ja, oder wenn man die Tür aufmacht und den Vampir reinlässt, dann darf der das ja, dann darf der einen ja beißen. Irgend so war das. Da gab es ja mal diesen Film hier, Let the Right One In und so. Vielleicht ist das auch irgend sowas in der Richtung. Ich habe aber auch noch nicht drauf rumgedacht. Ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage irgendwie ganz andere Sachen gehabt, auch der Adventskalender und sonst was. Ja, vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, dann werde ich es tippen. Falls ihr jetzt gerade die Sendung hört, liebe Hörer, und denkt, oh, da habe ich jetzt einen Film kürzlich erst in der Sneak Preview gesehen, der könnte passen bei euch, dann tippt mal mit in der Metropol Sneak Facebook Gruppe. Und sind wir mal gespannt. Okay, dann kommen wir mal zu dem gesehenen Film, den wir noch so haben auf der Liste. What are you doing there, 3PO? Taking one last look, sir, at my friends. Ja, wir waren nämlich in Star Wars, wie wahrscheinlich fast jeder, schätze ich mal. Außer denen, die überhaupt sich nicht mit Kino und Filmen beschäftigen und sowas, die überrascht sind, dass jetzt schon wieder ein neuer kommt. Star Wars Episode 9, der Aufstieg Skywalkers.
teilweise waren manche von uns mehrfach drin. Der Chris war zweimal drin. Ich war zweimal drin. Der Erik war zweimal drin. Ja, genau. Die Kate nicht, wie ich vorhin erfahren hatte. Wir werden auch einen Spoiler-Talk nachher machen. Das heißt, jetzt versuchen wir erstmal so die Zusammenfassung zu machen, ohne zu spoilern. Mal gucken, ob das gelingt. Ja. Klar geht es. Also, fangen wir da jetzt am besten an. Wo fängt denn der Film an? Achso, der Film fängt an mit Kylo Ren, der entdeckt, dass es in der, wie ist diese Zone da? Irgendwas mit E. Spoiler. Exogon. Das ist Spoiler. Kein Spoiler, das müssen wir doch sagen jetzt. Also. Spoiler. Ja, erzähl du es, bitte. Also, es geht um die finale Schlacht von Gut gegen Böse. Das ist das Spoilerfreiste, was man machen kann. Na komm, also ein bisschen mehr müssen wir schon sagen. Also Kylo Ren begibt sich nach Exogon und stellt fest, dass dort der Palpatine, der Imperator, der alte Sack, den man aus diversen Filmen kennt, irgendwie überlebt hat. Er hängt an diversen Schläuchen, wird er irgendwie künstlich, wie, was weiß ich, wie manche ehemaligen Politiker des Ostblocks, die dann irgendwie so noch ewig da an irgendwelchen Schläuchen von außen gefüttert wurden, damit sie irgendwie noch die Hand heben können bei irgendwelchen Abstimmungen. So ungefähr ist es hier auch. Und er hat aus dieser dunklen Zone die Fäden gezogen für die Sith und hat dort auch eine gewaltige Flotte aufgestellt, die er eben demjenigen übergeben möchte, der nächste Imperator wird, damit er damit das ganze Universum unterjochen kann. Und jetzt hast du auch die Story vom Film erzählt, ne? Hä? Jetzt hast du aber die Story vom Film erzählt. In den ersten 3 Minuten. Ja. Ja, das ist kein Spoiler, das muss man schon nennen. So, und ja, die uns Bekannten sind alle wieder mit dabei und versucht natürlich gut gegen Böse hier zu kämpfen. Und dann gibt es natürlich auch welche, die so ja, überlegen, bin ich nun gut, bin ich nun böse oder was auch immer. So dieses typische Ding, ja. Das kann man soweit spoilerfrei sagen. Und jetzt machen wir einen Spoiler rein hier. Achtung, Spoilerwarnung. So, und ab hier reden wir jetzt mal frei weg und nachher kommen wir nochmal zurück zur Wertung. Da gehen wir dann zurück. Fandest du, es war zu viel jetzt schon? Nö. Ja, ich fand, es war zu viel. Ach komm. Nein, nicht. Also, Also zum einen hat der nicht Film. Jeder am Ende des letzten Teils erkannt, dass da oder im Trailer erkannt, dass da Palpatine lacht. Und zweitens sieht man im Trailer nichts davon. Dass Palpatine lacht. Ja. Ach, das hat jeder erkannt. Der den Trailer gesehen hat. Klar. Ja, also wenn du jemanden hast wie Fabi, der nicht mal einen Trailer anschaut. Also wir dürfen jetzt hier nicht auf solche Einzelschicksale wie ein Fabi, der wirklich eine Sonderstellung einnimmt, was das Thema Star Wars und Trailer angeht. Der ist wirklich mit geschlossenen Augen die Monate vor dem Kinostart hier bewegt. Darauf können wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Also der, ich sag mal so, der normale Filmfan, wir ja auch, wir haben den Trailer, boah, Palpatines Lachen, hat jeder erkannt. Also, jetzt brauchen wir nicht drüber reden, was ein Spoiler ist und was nicht. Wir wollen über den Film reden. Palpatine ist zurück, Punkt aus Ende. Und es wird sehr viel darüber geklärt. Es gibt sehr viele Antworten zu vielen, vielen Fragen aus dem Vorfeld, wie zum Beispiel, wo kommt Rey jetzt wirklich her? Welche Rolle spielt eigentlich Leia bei dem Ganzen? Ist Kylo Ren wirklich das pure Böse oder ist da mehr in ihm? Ich denke, das sind so die Hauptfragen. Und wird die Rebellion einen letzten Kampf gegen das Imperium, gegen die Last Order bestehen können? Die Final Order. Ich habe hier eine Lavalampe von Star Wars und da steht hier drauf First Order. Die ist jetzt schon wieder überaltet, ne? Ja. Da sind aber kleine T-Fighter drin, die hier rumwirbeln. Die gehen immer. Ja. Ich glaube, wir brauchen jetzt aber nicht großartig hier die Story noch zusammenzufassen, weil wer hier in den Spoiler-Talk reinhört, der hat ja wahrscheinlich das gesehen hier. Dann, wie fanden wir es denn so? Oder wie fandet ihr es? Also ich habe es ja nach dem zweiten Mal sehen, wo ich ihn auf Deutsch nochmal jetzt gesehen habe, waren mehr Fragen beantwortet, aber
ein paar wirklich inhaltliche Fragen oder einfach vom filmerische Fragen und Logikfragen waren dann einfach da. Die, Ich fand auch, wo ich den das erste Mal gesehen hatte, der hatte mich total überfordert am Anfang. Ging alles so schnell. Normalerweise hast du ja, nachdem die Schriften wechseln, diese, wo du ein bisschen was lesen musst, wie, wo du gerade bist in der Geschichte, ne, kam ja meistens eine relativ ruhige Szene, irgendwie ein Raumschiff von oben rein oder von der Seite oder sowas. Und hier ging es gleich, wow, T-Fighter, wow, bam, 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 zack, hier irgendwie durch die Feuer und Nebel und sonst was und dann da in dieses Exegon rein und wow, bam, bam, bam. Das hat mich alles so irgendwie total überfordert und nachher war die Pace auch immer noch sehr, sehr hoch im Vergleich jetzt zu Queen and Slim. In der ersten Stunde war die Pace brutal hoch, das ist schon richtig. Genau, und das hat mich beim ersten Mal gucken total überfordert, deswegen war ich dann beim zweiten Mal, hat mir der wesentlich besser gefallen, also nochmal besser gefallen als beim ersten Mal sehen, weil ich dann ja wusste, was passiert. Ich musste jetzt nicht mehr so genau aufpassen. Ich konnte dann das so ein bisschen über mich ergehen lassen, so dieses schnelle Pacing und wusste ja schon, welche Richtung es führt. Mich würde jetzt interessieren, was für Fragen denn jetzt beim Chris noch offen sind oder welche Logikfehler er gesehen hat. Naja, Da ist diese Szene, wo sie in der Wüste auf dem Festival, ich nenne ihn liebevoll den Festivalplaneten, weil ich mir den Namen nicht merken kann, wo sie das Raumschiff da finden, ja? Ja. So, und dann heißt, ja, Chewie, hol mal Rey. Alles klar, Chewie trottelt runter. Einer der Knights of Rey steht schon unten und guckt auch nur um die Ecke. Und zwei Szenen später siehst du, wie Finn runterrennt, ums Eck biegt, durch einen Bogen schaut und dort sieht zwei Transporter, wo sie gerade Chewbacca abführen. Mit was weiß ich, wie viel Soldaten. Und da denke ich mir, ey, ihr hättet kurz da hochlaufen können, das Schiff abschießen können oder was weiß ich was. Thema vorbei. Ja, oder die einfach alle gefangen nehmen. Thema vorbei. Oder auch, dass er zwei Transporter stehen, ja, dass dann einer nur abhebt. Wo ist denn der andere? Bleibt der unten und wartet, bis die weg sind? Oder ist der weggefahren? Oder wo ist der zweite? Warum sieht man den in so einer Totalen nicht? Weil ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehne. Den haben wir gesehen, den zweiten. Da stehen zwei nebeneinander. Ich rede vom Wegfliegen. Ach so, vom Wegfliegen. Nee, der andere wird halt später gestartet sein, schätze ich mal. Ja, aber wie viel denn später? Die stehen dann unten und sehen das so oben, was da oben abgeht und denken sich, ich warte mal noch, oder was ist da los? Also, ja, könnte ja sein. Weil der andere war ja dann beladen mit dem Gut. Ja, also Fehler, weiß ich jetzt nicht. Ja, sicher, also gerade in solchen Sci-Fi-Sachen oder solchen Fantasy-Sachen, da kannst du ja immer was finden, was da nicht funktioniert. Wenn du dabei Harry Potter oder so anfangen würdest, da gibt es bestimmt auch viel oder so. Mich hast du gerade Star Wars mit Harry Potter verglichen? Nein, ich meine jetzt ganz allgemein, wenn du so Sachen, die es ja eh nicht wirklich gibt, die einfach erfunden sind, ja. Ich hätte gerade fast ein Rage-Quit hier gemacht. Nee, wenn Sachen, die halt erfunden sind, da kannst du ja immer sonst was finden, warum das jetzt da nicht funktioniert. Da muss man halt einfach mal sagen, okay, das kaufe ich jetzt dem Film einfach mal ab. Da muss man ein bisschen Goodwill mitbringen. Es sei denn, es wird natürlich zu absurd. Also was ich zum Beispiel immer noch nicht verstehe, wie das funktioniert, zum Beispiel mit dieser Gedankenübertragung da, dass wirklich dann noch Gegenstände von A nach B so mitgebracht werden können. Zwischen Ben und Ray. Ja, genau. Also solche Sachen, das ist halt ganz einfach. Ihre Kontakt, diese Verbindung, die haben durch die Macht. Ja, es war aber auch bis jetzt nur nur in den neuen Filmen. Ja, in den alten gab es das auch nie, dass da jemand irgendwas... Das ist richtig, weil, wenn du richtig aufgepasst hast, das nämlich mal erwähnt wird, ist es nämlich, dass die beiden das ideale Gleichgewicht der Macht bilden. Ach, dass sie deswegen... Soll das deswegen sein? Ja, das. Und das ist die Verbindung da auch. Hast wieder nicht aufgepasst, Erik. Ja, das habe ich schon soweit verstanden, aber dass sie deswegen nun diese Gedanken übertragen und Sachen transportieren können. Nee, das ist halt eine ganz andere Stufe, auf die sie stehen. Und dadurch, dass sie ja auch so gleich sind und sich so ergänzen, können die sich ja auch gegenseitig nicht einfach so besiegen. Deswegen kann ja auch Rey vom ersten Teil an mit Kylo Ren, der da schon ewig durchtrainiert ist, so mithalten. Was auch
ja, ich hänge da immer noch bei diesem Thema. Also sie kann ja sehen, wo er sich befindet. Ja, er ist ja unten auf diesem Planeten, das sieht sie ja in dem Gegenschuss. Ja, aber er kann offensichtlich nicht sehen, wo sie gerade ist. Das merkt er. Nein, Widerspruch. Die werden jeweils nur in das Dingsen vom anderen rein projiziert. Also in die Umgebung vom anderen, nur die Personen. Deswegen, als diese Kampfszene da ist, wo Ray auf dem Schiff oben ist und er unten in dem Dorf, und als sie da kämpfen, du siehst da immer diesen Switch auch, immer aus welcher Perspektive es gezeigt wird. Einmal kämpfen sie nämlich bei Kylo unten und einmal bei Ray oben. Und deswegen, es ist immer die Perspektive, auf die es dann ankommt. Und Kylo hat ja nur erkannt, wo sie ist, weil sie was aus ihrer Umgebung bei ihm rüber transportiert hat. Weil er hat ihr die Kette entrissen und dann wusste er, okay, wo er hin muss. Und das andere ist ja, dass sie, das hast du ja auch gesehen, als sie da kämpfen und dann diesen einen Sack aufschlagen mit, was weiß ich, mit Kaffeebohnen drin oder was auch immer das da drin war. Ja. Und der sich dann verteilt und dann im nächsten Ding zerschlagen sie gemeinsam das Vader-Teil. Das waren Gewürze wahrscheinlich. Ja. Und deswegen, und da wusste er dann, okay, die ist oben auf dem Schiff, aber vorher wusste er das nicht. Und was ist, wenn an beiden Orten an derselben Stelle ein Gegenstand ist? Ha! Na egal, das sind so hypothetische Sachen. Ich habe ja vorhin gesagt, man soll das alles nicht hinterfragen. Da. Ich wollte gerade Luft holen. ich fand, der Film, also der kriegt ja viel Bashing ab. Und was ich gesehen habe, ich habe ja in dem Moment, wo ich den früh gesehen hatte, um 10, weil ich dann nach Hause gekommen bin, irgendwie gegen Mittag, habe ich ja dann auch ein bisschen geschaut. Da haben teilweise Leute den Film bewertet zu einer Zeit, wo sie den eigentlich noch gar nicht hätten gesehen haben können. Also sowohl bei IMDb, Moviepilot, wo auch immer. Also ich glaube, man will unbedingt, dass der Film scheiße ist, ja, aus diversen Gründen, ja, weil irgendwie der macht das nicht mehr und der ist dabei und ich habe gehört, das und das kann nur scheiße werden. Also da waren ganz viele solche Kritiken dabei und mir hat der Film schon nach dem ersten Mal saugut gefallen. Ich habe dem seine Schwächen verziehen, die er hatte. Der hat mich einfach mitgenommen. Wie gesagt, das Pacing musste ich mich ein bisschen anpassen am Anfang. Aber es hat mir echt gut gefallen. Und der Fanservice, wo manche kritisieren, ja, viel zu viel Fanservice, so viel fand ich es gar nicht. Es war sehr zu viel gibt's gar nicht. Wohl dosiert war der Gesetz der Fanservice. Es war auch ein bisschen was Neues dabei. Ich sage nur, der kleine neue Roboter oder so. Wirklich herzerweichende Szenen, die es dann gab. Und auch die Szene mit C-3PO oder wo man dachte, hier, dass Chewbacca jetzt doch gestorben ist, wo man schon so Kloß im Hals hatte und um Gottes Willen, und dann ist er doch wieder da. Da haben ja manche gesagt, ja, die trauen sich ja gar nicht, hier irgendwelche Figuren mal sterben zu lassen und so, oder jemand C-3PO das Gehirn löschen zu lassen. Alle sagen vorher, das bleibt gelöscht, das geht nicht wiederherzustellen und dann geht's doch und so. Nein, das ist auch wieder falsch. Ja, ich zitiere nur, was ich gelesen habe. Es ist so viel Bullshit dabei. Eben dieses, es gibt doch bestimmt ein Backup von dir. Ja, aber die Einheiten, die Speichereinheiten von R2-D2 sind nicht so zuverlässig. Ha, 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 ha. Ja, vor allem, aber was wäre denn auch gewesen, wenn jetzt R2-D2 was passiert wäre? Dann wären die Speichereinheiten auch weg gewesen. Ja, also das war ja nur Glück, dass sie da das Backup machen konnten. Ja, also wie gesagt, ich verzeih dem alles. Also da waren auch tolle Szenen dabei. Da waren auch so wiederkehrende Sachen dabei, dass jemand anders, zum Beispiel Leia, wollte Rey, oder die hatten ein Gespräch und das haben sie dann damit beendet, so, ja, wir sprechen dann weiter, wenn du zurückkommst oder so. Und in dem Moment hat man schon gewusst, okay, da einer von beiden kommt nicht oder das Gespräch wird nicht stattfinden. Ja, das hat man schon so ein bisschen geahnt. Da gab es ja noch mehr so Sachen, wo dann jemand was sagen wollte und auch hier Kylo Ren und Han Solo, eine ganz tolle Szene. Oh, da habe ich auch wieder feuchte Augen gekriegt. Ja, und das ist halt auch wieder diese Szene gewesen, wo einfach klar wurde, dass Kylo einfach Ben ist. Und Ben ist gut. Und da muss erst eine Erinnerung hochkommen in ihm, also ein Vater, um das endlich klar zu machen in ihm. Und das fand ich schön gemacht und ich fand das richtig emotional in dem Moment. Ja. Ich habe jetzt mittlerweile
Also ich hatte ja an dem Tag, habe ich ja dann nochmal Erwachen der Macht geguckt und die Episode 8 hier, wie hieß es, letzten Jedi, nee, wie hieß es? Die letzten Jedi, oder? Wie hieß das? Ja. Ja, genau. Ja. War mir gerade nicht sicher. ja, und ich muss leider auch, ich mag das nicht gern, so auf so Internet-Sachen so einfach aufzusteigen oder sowas, aber leider muss ich den diversen Gruppen recht geben, die sagen, Rian Johnson hat zwar was Neues versucht mit seinem Star Wars-Teil, was an sich ja auch okay gewesen wäre, aber wenn man bedenkt, dass dieses hier als Trilogie angelegt war, ja, und er, J.J. Abrams, haut wirklich einen richtig guten, ich mag den total, das Erwachen der Macht, ich finde den so super, ich könnte ihn jetzt gleich nochmal anmachen und gucken. Der hat wirklich was geschaffen und der wird ja in dem Moment, wo er das gemacht hat, wird er sich ja überlegt haben, okay, wie geht das jetzt weiter in den nächsten drei Filmen? Der wird ja dem nächsten Regisseur, oder es waren ja zwei verschiedene Regisseure geplant ursprünglich, wird ja was an die Hand gegeben haben, wie diese Erzählstränge weiter verlaufen sollen und wohin das führen soll. Der wird ja nicht einfach alles hingerotzt haben, so jetzt macht mal, überlegt euch was, sondern da wird ja ein Plan dahinter gewesen sein. So, jetzt kommt Rian Johnson, sagt, kriegt hier eine Wildcard vom Studio, sagt hier, mach mal, das wird schon gut und macht halt sein eigenes Ding und führt Sachen nicht weiter, die J.J. Abrams gemacht hatte in Erwachen der Macht und die fehlen natürlich jetzt in dem neuen Teil und die müssen aber aufgelöst werden. Das heißt, da sind so viele Krücken benutzt worden, um Sachen aufzulösen. Und das wird jetzt J.J. Abrams angekreidet, ja, dass er nun irgendwie eine Krücke gebraucht hat, um irgendwelche Sachen weiterzuführen. Aber eigentlich sollte man es Rian Johnson, ich hatte ja auch hier dieses Meme geteilt, ne? Also Rian Johnson kriegt gerade echt viel ab, weil wenn man das wirklich mal als gesamte Trilogie durchschaut oder schaut und wirklich mal analysiert, wird man sehen, dass eigentlich der mittlere Regisseur, der zweite, hat viele Sachen nicht weitergeführt, hat einfach sein eigenes Ding gemacht und hat nicht auf das komplette Werk Rücksicht genommen. Und das finde ich echt schade eigentlich. Ja. Ja. Das waren so viele coole Sachen. Das ist korrekt. Zum Beispiel, sie können jetzt fliegen oder so. Ja, boah, wobei, also. Oder die ganzen coolen Posen, die teilweise drin waren, wo dann Kylo Ren das Lichtschwert hatte und macht dann so, so weißt du, zu diesen Knights of Ren. Ja, bei den Knights of Ren. Genau, das ist auch so, das ist eine meiner Lieblingsszenen, wo dann das Schwert, wo sie da komplett herklopfen und dann das Schwert hatten dann. Ja. Das ist schon gut. Und was ich unbedingt noch ansprechen muss, sind drei Charaktere, die neu sind. Zum einen Janna, das ist die, wo mit den Pferden daherkommt. Und das ist ja auch, oder diese Bison-Pferde. Also die mit dem Helm? Nein. Das ist die Schwarze. Ah, okay. Mit der Zahnlücke von. Ja. Und da war nämlich auch dieses, was ich auch noch eine nette Diskussion hatte mit, oh ja, diese Pferde, hätte sie wirklich gebraucht. Da habe ich schon von vornherein ja gesagt, ja, da steckt ja ein Plan dahinter. Weil das war ja wirklich der Plan so, okay, das sagt, Finn sagt das ja auch von wegen hier, wir haben Fuß, wenn dann die Bodeneinheit macht das. Und alle so, hä, was, Bodeneinheit? Und er sagt, ja, lasst euch überraschen. So, da war das schon vorgeplant. Und auch, dass die das stürmen können, völlig stressfrei, dass die Gleiter oder so nicht tracken können. Das war sehr gut vorbereitet und dass es halt dann auf einer anderen Ebene passieren musste, okay, sei es drum. Aber Janna hat, denke ich, auch Potenzial für sogar eine Spin-Off-Serie, weil sie hat den gleichen Background wie Finn. Also auch dieses als Kind quasi entführt mit von der ersten Ordnung oder von irgendjemandem und dann ausgebildet und dann, ja nee, machen wir doch nicht und dann die Waffen niedergelegt, das wird ja kurz erzählt. Ich denke, das ist ein ganz interessanter Punkt, den man bestimmt mal verfolgen könnte von Janna. Also durchaus interessant auch dann das Aufeinandertreffen am Ende mit Lando. Also das war auch, da kann man sehr viel reininterpretieren, wenn man möchte. Fand ich aber echt spannend. Da reichen ja die Vermutung von, sie ist seine Tochter und er will jetzt, oder er vermutet, dass sie seine Tochter ist, aus irgendwelchen Gründen, bis hin zu, ja, keine Ahnung, irgendwie die beiden gehen zusammen halt, oder es deutet sich eine amoröse Affäre zwischen den beiden an, also das sind so das sind so die beiden Ausschläge des Internetpendels. Ja, also das glaube ich jetzt eher nicht, ja. Also übrigens, ich glaube dann eher eine Families. Cooler neuer Charakter auch, Babu. Ja, Babu Frick, das wäre meine Nummer 2 hier gewesen. Übrigens gesprochen im Original von, wie heißt sie?
Shirley Henderson, die haben wir in das Leak gesehen, in dem Film Stan und Ollie, da hat sie die Frau von Oliver Hardy gespielt. Ja. Also, ist natürlich nicht echt die Größe, sondern sie hat ja nur gesprochen. Ja, aber das nur mit den Pferden fand ich eigentlich eine coole Sache, weil das Ganze ist ja auch eigentlich so ein Western, der halt im Weltraum ist. Ja, du hast Gut gegen Böse, du hast Geschwister, die getrennt werden, irgendwas so dieses Spiel mit das Lied vom Tod-Ding. Eigentlich ist eine Rittergeschichte. Bösewichte. Ja, klar, ist eine richtige Geschichte auch. Ja. Aber es sind auch viele Western-Elemente drin, siehe Mandalorian, den wir noch nicht gucken dürfen. Das soll ja auch eine Western-Geschichte sein, habe ich mir sagen lassen. Hab ich auch gehört, ja. Aus legitimer Quelle. jedenfalls die, das fand ich halt dann gut, dass die da auch mal auf Pferden reiten und das befand sich ja in der Atmosphäre. Man hat das ja in dem Trailer schon gesehen, what, im Weltraum reiten die mit den Pferden? Obwohl natürlich sind ja, hey, es sind ja Alien-Pferde, ne? Also ich meine, vielleicht können die auch im luftleeren Raum, aber die befanden sich ja in der Atmosphäre. Ja, aber wobei, da ich auch ganz kurz einhaken möchte, wir sind ja auf diesem Exoplaneten, ja? Und da ist ja die Atmosphäre ja völlig hinüber. Die gucken da mal drauf und sagen, oh, alles hinüber und blablabla und wow, wie kann man da überhaupt fliegen und landen? Und man sieht die ganze Zeit dort ein mega das Gewitter am Toben. Immer so diese Wolken und was weiß ich was. Und als die Riesenflotte am Ende da kommt, was ist? Strahlend blauer Himmel. Weißt du auch warum? So. Weil ja, wenn du jetzt mitkommst, mit, weil der Imperator da gerade unten irgendwie beschäftigt nein, war. Nein. Dieses widrige Wetterverhältnis, die waren ja dafür gemacht, um die Flotte zu verstecken. Und dann, als die aufsteigen soll, als es quasi enthüllt wurde, dann wurde das ja nicht mehr gebraucht. So ja, aber kurz drauf ist auch wieder schlechtes Wetter. Also. Ist es so? Mhm. Okay. Ja, also wir können jetzt hier noch eine Stunde Babu Frick. Gehen wir nochmal zu Babu Frick. Filmfehler reden. Ja. Babu Frick, kleiner Druidenschmied, der hat mir sehr viel Freude bereitet, auch mit seinem herrlich russischen Akzent im Deutschen. Ist ja der älteste Freund von C3PO. Ja. Ist auch so. Einer seiner ältesten Freunde. So eine schöne Szene, ne? Herrlich. Ja, sehr, sehr geil. Also das noch und, also Babu Frick, sehr, sehr geil. Und dann natürlich, darf man sie nicht vergessen, Sorry Bliss. Also und auf da hätte ich ja wirklich richtig Bock auf ein Spin-Off. Also Sorry Bliss wird gespielt von Carrie Russell. Die kennen wir auch aus ein paar Filmen. Ich überlege, Planet der Affen, aus Arrested Development hat sie mitgespielt. Und die wird im Deutschen gesprochen von Lara Loft. Spielt übrigens auch in Scrubs mit, die Gute. Oder hat mitgespielt in Scrubs und Mission Impossible 3 und auch so Sachen. Also sehr cool. Und man hat nicht viel von ihr gesehen, nur die Augen. Und das fand ich auch wieder. Das ist sowas, was Star Wars kann. Also abgesehen von den coolen neuen Droiden. Na, DO2 oder wie heißt er? Ich hab's vergessen. Was natürlich aber auch ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, gerade auch für die Länge des Films waren die Orte, ja. Also wir haben einmal dieses Hippie-Festival da gehabt. Das war ein neuer Ort. Da heißt nur D.O. Das war ein neuer Ort. Dann hatten wir diesen düsteren Planeten da, diesen Exo irgendwas. Und ja, dann den Rebellenstützpunkt. Aber viel mehr war, glaube ich, nicht so, ne. Dann gab es noch den, wo die Schmugglerin halt, oder die Carrie Russell halt. Ja, und der Partyplanet. Ja, den habe ich schon gesagt, das Hippie-Festival. Der Partyplanet. Genau, das war halt nicht so viel. Da hätte man wirklich nochmal ein bisschen auf die Tube drücken können, wirklich mal irgendwelche coolen Welten. Oder ich meine, wie cool war das, als damals zum Beispiel der Gleiter da in diese Wolkenstadt geflogen ist? So, wow, was ist das jetzt? Ne? So, wow, und dahin und dorthin und so. Ne? Ja, das war schon, also hätte man ein bisschen mehr Fantasie spielen lassen können, fand ich. Ja. Das ist jetzt aber Kritik auf ganz hohem Niveau. Ja, wie gesagt, mir hat der Film super gefallen. Ich bin hier immer noch irgendwie bei einer sehr hohen Punktzahl. Ja, auch gerade, wo ich es zum zweiten Mal gesehen habe, konnte ich den ja wesentlich entspannter gucken dann. Ich fand es ganz gut, dass ich ihn zuerst auf Deutsch gesehen hatte, weil man konnte auf Englisch manche Sachen sehr schwer verstehen, weil die ja auch teilweise, die mit dem Helm, zum Beispiel Stimmenverzerrer und sowas und dann teilweise durch die ganzen
Schlachtgeräusche und so, da habe ich manche Sachen wirklich schlecht verstanden. Ich habe auch gemerkt, als wir in der OV saßen, wurde bei manchen richtig guten Punchlines wurde nicht gelacht, wo ich gemerkt habe, okay, das haben jetzt offensichtlich akustisch nicht alle verstanden auch, ne? Wo ich gedacht hätte, okay, da haben jetzt bei uns alle gelacht im Kino. Und da war es halt in der OV nicht so. Hm. Ja. Okay, du hast am wenigsten gesagt. Hier, the floor is yours. Ja, ich komme ja nicht zu Wort. Ja, du musst dich hier durchsetzen bei uns hier, da hilft nichts. Also ich fand den richtig, richtig gut. Ich bin jetzt gerade ein bisschen besorgt, weil der Chris sich so negativ jetzt am Anfang geäußert hat, als ob ihn jetzt nach dem zweiten Mal schauen der Film noch weniger gefällt als nach dem ersten Mal. Aber ich dachte eigentlich die ganze Zeit, hat ihm gefallen. Ich fand den richtig, richtig gut. Ich will ihn auf jeden Fall noch ein zweites Mal sehen. Ich habe ihn nur ein zweites Mal noch nicht gesehen, weil ich ein bisschen krank bin und ganz vernünftig lieber zu Hause geblieben bin am Freitag. Super. Also ich musste mehrfach weinen. Das ist einfach, aber ich heule ja ständig, deswegen ist es keine große Wertung. Aber es gab wirklich so Szenen, da habe ich gedacht, nein. Und dann ach Gott sei Dank. Und dann gab auch was ich ganz, ganz schlimm fand, war diese Szene, wo, wir sind ja noch im Spoiler-Talk, wo Chewie erfährt, dass Leia tot ist. Ah ja. Fast schon zusammenbricht. Ja. Oh Gott. Ich hatte mich gerade davon erholt, Pippi in den Augen zu haben, und dann ging es schon wieder los. Das ganz, ganz arg. Und ich muss sagen, was ihr noch gar nicht erwähnt habt. Lass mich mal ganz kurz noch, ganz kurz mal einhaken, kannst gleich weiter. Ich komme gar nicht zu Wort. Ja. Du musst es auch genauso machen wie ich. ich wollte nur, bevor wir jetzt die Szene einfach so Holter die Polter jetzt stehen lassen, diese Szene, wo Chewie dann so zusammenbricht, das war ja ein Kritikpunkt gewesen an J.J. Abrams. Einer der wenigen Kritikpunkte für das Erwachen der Macht, dass eben, wenn Figuren sterben, wie zum Beispiel als Han Solo bei der Erwachen der Macht stirbt, dass da gar nicht so richtig Trauer, dass irgendjemand so richtig getrauert hat. Was? Und im Film. Hast du irgendjemand gesehen, der da sagte, um Gottes Willen, nein. Ja, natürlich. Ray steht oben auf dieser Kanzel und schreit regelrecht. Ja, aber Ray kannte ihn ja noch nicht so lange. Also das war ein Kritikpunkt, den er damals hatte. Und deswegen fand ich das hier so genial umgesetzt, dass er jetzt nicht irgendwie eine riesige Geschichte draus macht, sondern einfach einen der, ja, eben, dass er dann so zusammenbricht, einen der ältesten Freunde von Prinzessin Leia, da so dieses stellvertretend für alle da so zusammenbrechen lässt, dass er in den Arm genommen werden muss und so. Das fand ich so gut in dem Moment. Es war nicht kein bisschen drüber. Es hat einfach wirklich wahnsinnig gut gepasst in dem Moment. Und auch dieses stellvertretende, ich nenne es jetzt mal dieses Loblied, diese Grabrede auf Carrie Fisher, wo eben quasi für Prinzessin Leia gesagt wurde, was eigentlich Carrie Fisher in ihrem Leben eigentlich alles gemacht hat, ja, wofür sie wertgeschätzt wurde, dass das eben im Film auch nochmal so erwähnt wurde. Das sind so Szenen auch, da muss gar nicht mal jemand sterben, aber das sind so Szenen, die mich auch extrem rühren im Kino, wo ich feuchte Augen kriege. Das muss gar nicht mal sein, dass irgendeine Hauptfigur stirbt oder so. Das weiß ich ja meistens, dass das irgendwie ein Filmtod ist oder so. Aber wenn so Szenen einfach richtig gut gemacht sind, wo ich sage, boah, das ist jetzt so gut gemacht. Wie das mit dem Chewie da, das fand ich schon Wahnsinn, richtig gut. So, Kate, ich habe dich unterbrochen. Ja. Hab ich wieder. Ja, klar. was ihr jetzt noch gar nicht erwähnt habt und was ich unbedingt erwähnen möchte, ist Adam Driver. Adam Driver in einer unfassbar guten Rolle. Also ich finde, er spielt den Kylo Ren bzw. Ben Solo so unfassbar gut. Also jedes Mal, am Anfang hat man über ihn gelacht. Als er in das Erwachen der Macht den Helm abzieht, da haben alle gelacht, was da für Bübchen drunter hervorkommt. Aber diese schauspielerische Leistung, diesen Stiefel so durchzuziehen, diesen Charakter, diese Rolle so zu leben, das macht so Spaß zuzugucken. Ja? Da wird man schon fast zu Team Kylo kurzzeitig. Ich finde, Adam Driver ist ein unfassbar toller Schauspieler. Also ich mag Daisy Ridley auch und alle, ich finde sie alle super, gar keine Frage. Und auch vergleichbar mit vielleicht älteren Teilen nicht unbedingt. Aber in dem Fall, in dieser Trilogie ist Adam Driver der absolute Irrsinn. Warum tragen eigentlich manche Masken?
Also ich hatte mir erst so ein bisschen was hergeleitet gehabt, dass halt die der dunkle Seite da macht, dass die halt so Masken tragen, um das irgendwie nach außen zu gruseln. Wenn du eine Maske trägst, fühlst du dich stärker. Das habe ich schon öfter gelesen, auch schon in anderen Serien, wurde das auch schon mal thematisiert, die ich gesehen habe, wo Menschen, wenn du eine Maske trägst, dann erkennt dich keiner und du hast automatisch mehr Selbstbewusstsein und bist nach außen hin stärker, weil es sieht ja keiner, wer du bist, und dann kann dich auch keiner für dein Sein verurteilen, weil es kann ja gar nicht sagen, ach, das ist der Erik, brauchen wir gar keinen Wert drauf legen, was der da gerade tut, ist streng. Ja, aber der Kylo so, rennt. Und so ist es halt, er ist halt... Entschuldigung, Kylo hätte ich nie erkannt. Der rennt ja auf seinem Raumschiff sogar mit der Maske rum, da wissen doch alle, wer er ist. Ja, aber das ist einfach diese Ausstrahlung, er fühlt sich ja auch viel mächtiger, wenn er die Maske trägt. Hm. Und dann ist das, er ja nur noch Ben. Das spielt er auch unglaublich gut. Ja. Genau. Ja, fällt uns noch irgendwas? Ach so, wir müssen noch über den weiteren Elephant in the Room reden. Der Kuss. Also der Kuss hätte nicht sein müssen, aber ich fand, der hat sich die halbe Stunde davor schon abgezeichnet, dass da was kommen wird. Und ich fand es auch gut, dass Kylo nach dem Kuss dann gestorben ist. Weil sonst, das hat, glaube ich, der Chris, glaube ich, gesagt, weil sonst wäre es total Disney. Wenn sie dann auch jetzt leben, sie beide, oder Fabi hat das gesagt, wenn er jetzt überlebt hätte und dann sind sie verliebt ineinander und dann sind sie das Gleichgewicht der Macht und bla, und dann wäre das Disney. So, und das wäre dann nicht mehr Star Wars, das wäre dann Disney. Und, beziehungsweise eigentlich hat man ja 3 Küsse in dem Film. Ja, aber ich fand, dieser eine Kuss, der war in Ordnung. Und es war dann auch okay, dass Kylo dann stirbt. Ich bin gerade gespannt, wo sind denn die anderen Küsse? Ja, kommen wir gleich dazu. Aber der Kuss hier, ja, den fand ich, ich habe erst gedacht, oh nee, bitte jetzt nicht, ey, bitte nicht. Das gab sogar ja, wo wir alle im Kino saßen, ja, gab es sogar manche, oh nee. Es war wirklich so total awkward, dass das jetzt passiert. Nee, fand ich nicht. In dem Moment, wo es passiert, war es schon, wurde gedacht, nee, das muss jetzt nicht sein. Aber dann, wie gesagt, dass der dann einen Löffel abgibt gleich danach, das Beste, was passieren konnte. Als Regisseur, du musst das machen, um zu zeigen, okay, die sind sich nahe gekommen, und weil sie sagt ja auch noch, okay, in Kylo Ren hätte sie sich, die Kylo Rens Hand hätte sie nie genommen, aber Bens Hand hätte sie genommen, und sie sind sich halt dann doch nahe gekommen, und deswegen der Kuss. Es war halt, ja, wie immer bei so Filmküssen schwierig. Und dann ist er halt gestorben, da war das Thema auch schon wieder durch. Das war genial gemacht, kann ich nur sagen. Ja. Zweiter Filmkuss. Der erste auf großer Leinwand lesbische Filmkuss in so einem Disney-Star Wars-Film. Ja. Ach so. Fand ich gut, dass sie das gemacht haben. War nicht so offensichtlich. Ja, brauchen wir, glaube ich, nicht so drüber reden. Also wir sind ja 2019, also von mir aus hätte noch einer einen, was weiß ich, einen Typ mit einem Alien knutschen können oder ein Alien mit einer Frau, keine Ahnung, oder ein Ewok mit einem Wookie, keine Ahnung. Wäre mir alles egal gewesen, ja, also von mir aus. Aber ich fand es schön, dass sie das... Oder mit einem Gangen. Ich fand es halt schön, dass sie das zumindest dargestellt haben. So, und was könnte es für einen dritten Kuss sein, den ich meine... Jetzt sagst du, der Kuss des Todes für Leia dann. Den nicht Kuss? stattgefundenen Kuss zwischen John Boyega, Finn und Oscar Isaac, Poe Dameron, der sich extrem angedeutet hat, der aber nicht gemacht wurde. Der Nicht-Kuss. Was? Die haben eine riesige Bromance, aber sonst nichts. Komm, da hat einiges geknistert. Also das kann mir keiner sagen. Also sorry, nein. Also wenn es danach geht, dann wüsste ich ein paar Kerle, die eigentlich miteinander verheiratet sein müssten. So wie die miteinander umgehen. Ja? Meinst du jetzt mich? Redest du jetzt von fiktiven Personen? Oder? Nein. Also wenn es danach geht, wie sich zwei irgendwie rumbetteln und die ganze Zeit nur aneinander hängen und sich miteinander über Sachen freuen und in die Arme fallen, wenn irgendwas Tolles passiert ist, dann wäre Chris doch schon lange mit jemandem, mit einem Kerl verheiratet. Hört. Ah gut, das könnt ihr mal unter euch ausdiskutieren. Nein, oder auch andere, also Bekannte von mir, also oder aus dem Kollegenkreis oder so, da gibt's Bromance en masse und da passiert nie irgendwas. Also ich hätte jetzt nie gedacht, dass ich also Finn ich sag mal so, es gibt ja küssen sollen. Es gibt ja so, nein, nicht, dass sie sich küssen sollen, aber es ist ja so, die Szenen werden ja so ein bisschen aufgebaut in die Richtung, wie sich zum Beispiel ja bei Rey auch angedeutet hatte. Und da
wurden die Szenen auch so aufgebaut, wie die sich da so in die Augen geschaut haben, in die Arme geflogen sind. Da hätte nur noch ein Kuss gefehlt eigentlich, ne? Das meinte ich. Nein. Ja. So, und jetzt kommen wir nun zu der... Haben wir noch irgendwas? Sonst gehe ich hier mal raus aus dem... Oder irgendwas vergessen. Das können wir bewerten. War so ein langer Film da. Haben bestimmt einiges vergessen. Musik war gut. Auch wenn sie wenig neue Elemente gebracht hatte, waren die typischen Star-Wars-Elemente. Habe ich aber auch nicht gebraucht, also ganz ehrlich. Ja. War halt auch schön eingesetzt, wo die in diesem alten, abgefragten Todesstern dann sind. Ja, es gab halt so viel dieses, auch Reprise immer wieder, deswegen... wo nochmal dieses veränderte Thema kam und so, ne? Ja. Ja, ach, es waren so viele lustige Szenen mit C-3PO, so, ja, den Dolch, der ist jetzt weg, aber ich habe das ja alles in meinem Speicher und so. Jo, na gut, wir gehen mal hier raus. Achtung, Spoilerwarnung. So, da sind wir wieder, nachdem wir hier 3 Minuten über Star Wars spoilerfrei gesprochen hatten und jetzt irgendwie eine halbe Stunde mit Spoilern, was ihr alle nicht gehört habt, die jetzt geskippt habt, sind wir jetzt wieder da für euch. Hallo. Und hallo, wir sind's wieder. Wir haben das jetzt in aller Gänze ausgewertet und jetzt kommen wir mal zu unseren Wertungen hier. Fangen wir bei der Kate an. Ich gebe ihm, weil er ein rundum spaßiger, trauriger, toller Star Wars Film ist, gebe ich ihm 10 von 10. Aha. Muss dazu sagen, sonst haben wir immer die Punkte schon im Dokument drin, diesmal haben wir es noch nicht gemacht. Nee, so surprise. Ich gebe 9 Punkte tatsächlich. Oh. Ab. Ja. Warum? Erik, was ist da los? Weil ein bisschen zu lang war. Du bist morgens um 10 im Kino gesessen und um 1:30 schickst du uns 10 von 10 Punkten. Ja, ich konnte euch ja nicht hier. Ein Punkt weniger? Ich durfte ja nicht viel erzählen. Ich wollte euch nur klar machen, es ist ein sauguter Film. Und das ist es auch. Vielleicht mache ich 9,5. Genau, 9,5. Dann würde mich der halbe Punkt Abzug interessieren. Du sagst, er war zu lang? Bisschen zu lang. Zu lang? Der hätte noch 2 Stunden länger gehen können, meiner Meinung nach. So, Chris, was gibst du? Ich bin völlig schockiert, dass du sagst, der Film war zu lang. Ich bin gerade echt unsicher, weil, oh Gott. Ich gebe ihm tatsächlich doch im Ende des Tages 4 von, nee, Quatsch. Ein Punkt mehr als Queen and Slim. Ich dachte ein bisschen hoch. Nein, wenn ich alles so gegeneinander abwäge, da ist einfach so vieles für mich einfach auch dabei. Also da ist dabei der neue Droide, der DO, den ich einfach irgendwo immer noch feier, weil ich den mega witzig fand. Im Original gesprochen von J.J. Abrams übrigens ja auch. Ne? Ja! Also, Und also den habe ich ziemlich abgefeiert. Der macht nicht so viel, aber der macht so viel Freude. Das ist wie, als ob du, ich habe es ja schon öfters gesagt, BB-8 ist für mich wie so ein Hund und DO ist jetzt der Welpe, der da dazugekommen ist. So ergänzen die beiden sich auch und das finde ich total toll, weil R2-D2, der Pieps in der R2-D2 hat sein C-3PO, BB-8 hat jetzt DO und ich finde, das passt einfach super. Die ganzen Elemente, die neuen Figuren, wo kamen, fand ich stark. Insgesamt die Adam Driver als der seiner schauspielerischen Leistung, das haben wir jetzt im Spoiler-Talk schon erwähnt, fand ich stark. Da geht es ein bisschen über die Schwächen drüber hinaus, die der Film auf jeden Fall hat, die darf er allerdings auch haben, weil kein Film ist wirklich so absolut perfekt und ich habe so viel Spaß gehabt und ich werde ihn noch ein drittes Mal im Kino auf jeden Fall auf Deutsch dann sehen. Und wenn ich 3-mal ins Kino gehe, dann gehe ich nicht in einen 8-Punkte-Film oder in einen 9-Punkte-Film, dann sind es 10 von 10. Juhu! Halt Befangenheit. Dafür, dass du so viel kritisiert hast anfangs. Also, Ja, aber da siehst du mal, was alles... Man darf alles ja auch gesund kritisieren. Also. Weißt du, das Ding ist, ja, ich habe kritisiert, aber ich darf ja keine 11 geben. Muss jetzt auf 10 runterkritisieren. Ich habe ihn auf 10 von 10 runterkritisiert. Ja. Also, das war's zum Thema Star Wars Episode 9, Rise of Skywalker. Und ich glaube, das war's noch nicht zum Thema Star Wars. Nee? Ich weiß es nicht. Nee. Ich mein, jetzt haben wir hier drüber gesprochen. Hier in der Sendung, meine ich. Ja. Hier in der Sendung war es das, ja. Dieser Folge, dieser Episode. Jo. Dann. Aber wir sind ja auch alle Nerds, was das angeht. Deswegen. Schauen wir mal in den Bereich, was wir so im Heimkino gesehen haben. Heimkino. Habt ihr beide einen Film angeschaut, sehe ich hier.
Six Underground. Da war ich, viel Spaß, Chris. War ich auch schon nah dran, den zu gucken. Den darf der Chris erzählen. Ach Gott, sollen wir es in eine Minute packen? Oh ja, das geht super. Aber ich muss mit meiner Begründung für meine Punktzahl brauche ich mehr als eine Minute wahrscheinlich. Also war jetzt eine Frage an Erik, weil sonst schon die Folge wahrscheinlich wieder episch, wenn wir jetzt da ewig noch drüber reden. Wie du möchtest, nein. Dann komm mal eine Minute. Wir machen die Zusammenfassung auf eine Minute. Erik, du gibst das Startsignal. Du kannst jederzeit anfangen. Ich gucke hier oben auf den laufenden Timecode. Okay, alles klar, dann fange ich jetzt an. Ja, Six Underground, der Film auf der neue Actionfilm von Director Michael Bay mit Ryan Reynolds, Melanie Laurent, Manuel Garcia Rulfo und ganz am Anfang auch noch mit, verdammt, wie heißt er? Ben Hardy spielt noch mit, genau, und Franco. Der Franco, genau. Dave Franco. Und Lydia Franco spielt auch mit. Ist die auch noch verwandt? Keine Ahnung. Ja, worum geht's? Das sind... Ja, eigentlich an sich ja. Es geht um Explosionen, völlig übertriebene Gewalt und eigentlich darum, dass eine Gruppe von 6 Leuten einen Imperator stürzt oder einen General, die 4 Generäle auslöschen möchte und dann den Oberbefehlshaber auch noch auslöschen möchte, der sein Volk unterdrückt. Punkt aus Ende, das ist die ganze Story. Dazu müssen sie den Bruder von ihm befreien und retten und das machen sie auch. Das gelingt auch, das kann man auch schon mal sagen, weil ohne groß zu spoilern. Es ist unerträglich viel Explosion und völlig übertrieben. Völlig übertriebene Gewalt. Was da Passanten und Unbeteiligte draufgehen, allein in den ersten 10, 15 Minuten, ist abartig. Die Art und Weise, wie die da hingemetzelt werden, die Leute, ist abartig. Also es ist so, man hat das Gefühl, Michael Bay wurde zum ersten Mal so richtig von der Leine gelassen. So, Netflix hat gesagt, ja, mach doch mal, wie du einfach denkst. Und Michael Bay hat völlig überzogen in meinen Augen. Story auf dem Bierdeckel. Es wird versucht, coole Sprüche zu machen, damit es wenigstens auch so ein bisschen Richtung Deadpool noch gehen könnte. Mischung aus Deadpool, Stirb langsam und Transformers, kann man, glaube ich, sagen. Völlig übertrieben. Absolut. Fürchterlich übertrieben. Absolut. Und ich fand den Film 2 Stunden, 7 Minuten. Grausam. Völlig übertrieben für sowas. Übertrieben gut jetzt oder? Nein. Grausam. Schrecklich. Also muss man nicht sehen, okay. Nee. Schade. Doch, kann man schon sehen, nur ich glaube, wenn du den auf 1,5-fache Geschwindigkeit oder so anschaust, explodiert dein Fernseher, weil dein Fernseher die ganzen Explosionen und Farben nicht verarbeiten kann. Das Problem an dem Film ist auch, dass der die ganze Zeit so ein bisschen switcht, weil der bringt dann immer noch so ein bisschen Vorgeschichte zu den einzelnen Teammitgliedern. Und dann sind wir plötzlich in der Vergangenheit, dann sind wir wieder in der Gegenwart, dann sind wir wieder dort. Ich habe gar nicht mehr mitgekriegt, wo wir gerade sind. Der Film hatte mich in den ersten 10 Minuten komplett verloren. Dann stirbt auch noch der Einzige, einer der beiden, die ich gut finde, direkt am Anfang, wo ich denke so, nee, brauche ich nicht, muss nicht sein. Und dann, wie gesagt, diese übertriebene Gewalt, das ist, weißt du, eine Verfolgungsjagd und ein bisschen, dass mal was explodiert und so, alles in Ordnung. Aber hier werden Menschenmassen über Haufen gefahren, werden Unbeteiligte überfahren, da werden in Verkaufsstände werden gerast, irgendwelche Pfeiler fallen vom Dach runter auf Autos, ja, das ist nicht mehr schön, das ist brutal und das ist, finde ich, viel zu brutal. Du siehst nur noch Blut und tote Menschen. Und das will ich in einem Actionstreifen mit Ryan Reynolds nicht sehen. Ja. Dann die Story fand ich total bescheuert. Ich hab irgendwie nach der Hälfte vom Film Chris eigentlich mal gefragt, ob wir mittlerweile wissen, um was es da geht. Ich hab's nicht verstanden. Es war total hanebüchen. Ich fand ihn einfach nur mies. Ganz furchtbar. Ich werde auch mal reingucken, klingt gut. Ich hätte nach 20 Minuten am liebsten ausgeschalten. Aber Chris, so, nee, wir gucken den jetzt noch zu Ende. Ja, ich habe dann Handy Ende geguckt, gucken. War mit dem Hund Gassi. Gut zum Trash. Und hab trotzdem das Ende noch mitgekriegt. Ja, aber wie gesagt, also. Es gibt ja so punktemäßig dann. Gar ich gebe ihm einen Punkt. Doch. Ja, ich habe ihm 5 gegeben, weil es halt schon. Es ist ein Michael Bay-Film, wo einfach alles explodiert, von dem her. Du kriegst mehr Michael Bay, als du erwartest, sagen wir es mal so.
Ich habe auch noch was geschaut, nämlich The Irishman. Da würde ich aber sagen, rede ich nächste Woche drüber, weil sonst wird das heute zu lange. Ich habe noch einen Film geschaut. Kennt ihr den? Das Reich der Sonne? Ja. Von Steven Spielberg. War einer der Filme, wo ich mir nie sicher war, ob ich den überhaupt mal komplett geguckt hatte, weil ich konnte mich an bestimmte Szenen erinnern, aber nie an das große Ganze. Und das habe ich jetzt mal nachgeholt, weil der lief irgendwo und da hatte ich mir den aufgenommen. Und ich kann es eigentlich relativ kurz machen. Es geht um einen Jungen, der in China aufwächst zur Zeit des oder kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, wo halt die Japaner dann auch Teile von China besetzt haben. Und er wächst dort auf, die ganze Siedlung, die ganze Stadt, wo viele Engländer leben, wird evakuiert und er wird von seinen Eltern getrennt. So typisches Spielberg-Kinderfilm-Thema. Und muss sich dann so ein bisschen allein durchschlagen. Der Junge wird übrigens gespielt von Christian Bale. Ja, das ist vielleicht jetzt aus heutiger Sicht nochmal interessant. John Malkovich spielt auch mit. Und wir sehen dann diesen jungen Christian Bale, wie er eben versucht dann zu überleben. Also er ist dann teilweise in dem Haus, wo er eigentlich aufgewachsen ist und da ist aber halt keiner mehr, muss halt irgendwie klarkommen, was am Anfang so ein bisschen Kevin allein zu Hause mäßig ist, so nach dem Motto, hey, ich kann jetzt alles mal machen, coole Sache, schlägt dann relativ schnell um in die Angst, wie geht's jetzt weiter und was passiert. Er kommt dann in ein Kriegsgefangenenlager und dann hat es mich sehr stark an Schindlers Liste erinnert, wobei hier ein komisches Geschmäckle mit drin war, weil eben da alles so lustig genommen wird, ja, es ist so, dieser Junge versucht da halt irgendwie, ja, das alles so ein bisschen locker zu nehmen und ist halt, der Film ist irgendwie sehr seltsam, ist, ich finde, wenn ich jetzt mal so nachdenke, so AI fand ich auch sehr schlecht von den Steven Spielberg Filmen, das war so, neben hier, wie ist dieses Kriegspferd und sowas und AI, war das so einer der wirklich schlechteren Steven Spielberg Filme. Er war unglaublich rassistisch teilweise mittendrin, was vielleicht auch der Zeit geschuldet war, wo der gedreht worden ist, 1987. Hatte relativ wenig von diesem Spielbergschen, ja, wir erzählen eine coole Geschichte, die groß und klein begeistert. Es war mehr so relativ kindlich auch. Er freut sich halt über Sachen und fand ihn nicht gut. Also so im Steven Spielberg, also hätte ich mehr erwartet. Aber man hat deutlich gesehen, wie er ja diesen Film quasi dann auch quasi mit Schindlers Liste dann nochmal so in einer anderen Weise gedreht hat, eben auch dieses ganze Lagerleben und so, hat dann deutliche Sachen wiedererkannt und also von mir kriegt der Film, das Reich der Sonne, gerade mal so 4 Punkte. War ich ein bisschen enttäuscht, ja. Also vielleicht ist der auch schlecht gealtert oder wahrscheinlich, mit ziemlicher Sicherheit ist der schlecht gealtert, weil ich glaube, damals hat er richtig gut funktioniert. Okay, Irishman nächste Woche. Dann gehen wir mal weiter in die Charts und in die Neustarts. Mal gucken, was da so Neues anläuft jetzt hier so zwischen Feiertagen. Kinocharts und Neustarts. Beginnen aber erstmal mit den Charts hier in Stuttgart. Auf Platz 10 ist Le Mans 66 gegen jede Chance. Immer noch empfehlenswert. Auf Platz 9 ein weiterer empfehlenswerter Film ist Joker. Platz 8 Hustlers. Platz 7, Black Christmas. Ja. Platz 6, Last Christmas. Ist der Kerl an dir vorbei? Nee. Platz 5, der kleine Rabe Socke. 3, Suche nach dem verlorenen Schatz. Auch noch nicht drin gewesen. Das perfekte Geheimnis, da war zumindest einer davon von uns drin. Platz 4. Auf Platz 3, Jumanji, The Next Level. Platz 2, Die Eiskönigin 2. Und auf Platz 1, wer hätte es gedacht, Star Wars, der Aufstieg Skywalkers. Ja, ja, weil der Mittwoch eben auch schon mit drin war. Ne? Mhm. Deswegen, ja, aber das wird sich, denke ich mal, noch eine Weile halten. Und sollte man auf jeden Fall auch im Kino gesehen haben, der braucht die große Leinwand. Aber so, hallo. So, ja, definitiv. Was läuft denn nun alles neu an hier am 26. Dezember? Ne? An Weihnachten! Ja, schon nach Weihnachten. Oh, der läuft dieser 75. Achso, nee, wir fangen mal da rein nach. Die Sehnsucht der Schwestern Guzmán. Verfilmung nach dem gleichnamigen Buch über die unterschiedlichen Lebenswege zweier freigeistiger Schwestern im Rio de Janeiro der 50er Jahre.
Ja. 7500, da haben wir vorher gehört, dass der vielleicht in der Sneak läuft. Deutsch-österreichischer Thriller, in dem Hollywood-Star Joseph Gordon-Levitt als Pilot versucht, sein Flugzeug zu landen, während er mit Terroristen verhandelt. Und Eileen Tetzel spielt mit. Die hatten wir irgendwann mal in der Sneak. Und ich logge das ja dann immer als Tag mit ein, so die Hauptdarsteller. Und irgendwie ist die Kombination Eileen Tetzel nackt, ist immer bei mir vorne dabei, bei irgendwelchen hier in der Suchanfrage hier von Google Analytics. Ich weiß nicht warum, weil bei mir auf der Seite auf kinocast.net gibt es keine Nacktbilder von Eileen Tetzel, aber irgendwie. Ja, sowas. So geht's, liebe Leute, wenn man nicht in der privaten Funktion surft. Nee, ich meine die Suchergebnisse, die zu kinocast.net führen. Ja. Der geheime Roman des Monsieur Pick. Gewitzte Komödie über einen Literaturkritiker, der davon überzeugt ist, dass ein Buchdebüt eines verstorbenen Autors in Wahrheit gefälscht ist. Der lief mal in der Sneak bei uns, als hier Doppelsneak war. Das war das mit dieser Pizza, ne? Pizza auf Russisch. Genau. Das war aber eher so, ja. Ja, also weiß nicht, kam eher durchwachsen, soweit ich mich erinnere, an. So, was haben wir noch? So viel ist denn gar nicht mehr. Nö. Da, Buñuel? Im Labyrinth der Schildkröten. Animationsfilm und das neue Dokumentarprojekt von Luis Buñuel, der nicht davor zurückschreckt, Schauplätze zu manipulieren. Uhu. Dann läuft noch ein russischer Animationsfilm an, Fixies vs. Krabots. Im Original Bolshoi Secret. Großes Geheimnis. Fixies vs. Krabots. Bolshoi Secret. Weißt du? Ja. Bolshoi ist groß und Secret. Ja, und Pavarotti läuft auch noch an die Doku, ne? Ja, eine Doku halt, ne? Ja, that's it. Jo, dann mal gucken, nächste Woche ist da. Oh, nächste Woche laufen ein paar mehr an. Ja. Und was gibt's auf Blu-ray Neues? Gleich mal gucken. Da haben wir welchen? Ja. Den 23. Dezember, ab 23. Dezember. Zwei Stück habe ich hier. Da könnt ihr noch rechtzeitig in den Markt eures Vertrauens gehen und kaufen, wenn ihr ein Geschenk braucht. Ja. Nee, eben nicht, weil die kommen beide, also ab 23., aber die kommen beide ab 27. Okay. Einmal Gloria, das Leben wartet nicht. Den hattest du in der Sneak, ne? Den hatten wir in der Sneak, ja. Gloria, eigentlich ist Gloria, Julianne Moore, ganz zufrieden mit ihrem Leben. Sie ist Mutter zwei erwachsener Kinder, temperamentvoll geschieden und nur hin und wieder, etwas einsam. Ist schon falsch, die ist die ganze Zeit tierisch einsam und kriegt ihr Leben überhaupt nicht auf die Rolle und tanzt dann die ganze Zeit und fürchterlich, langweilig, nicht meins. Es gibt auch noch neu auf Blu-ray Playmobil, der Film. Im ersten Kinofilm wird die bunte Welt der großen Klötzchen durch wundervolle 3D-Animationen zum Leben erweckt. Im Original zum Beispiel auch mit Daniel Radcliffe als Sprecher. Ist im Kino rauschend gefloppt. Weil der Trailer war auch scheiße. Also der Trailer hat ja noch nicht mal Kinder begeistert. Und als Erwachsener fand ich den auch furchtbar, den Trailer. Deswegen braucht man sich nicht wundern. Vielleicht geht er wenigstens auf Blu-ray dann. Aber ich habe da so meine Zweifel. Ja. Dann sind wir durch. Wenn es dann nur zwei gab, dann kommt ja nicht viel. Und Musiktipps haben wir gar keine. Mensch. Habt ihr was? Spontan. Sind wir schon so weit? Sind wir schon bei den Musiktipps? Klar, ja. Sonst die anderen Sachen machen wir nicht. Wie lange soll denn die Sendung noch werden? Wir heute, oder? Ja, klar. Oh, oder hast du was? Ja, ich habe neue Spiele, jede Menge. Steht da drin, heute keine Games. Ja, heute keine Games. Es gibt ja auch eine neue Serie, die heißt The Witcher. Ja, aber das muss ich erst noch ein bisschen gucken, damit ich mir da eine Meinung bilden kann. Das machen wir dann lieber nächstes Mal, weil jetzt nächstes Mal dann. Ja, das ist schon mal okay. Antison, können die geschätzten Hörer Hausaufgaben machen und das gucken. Ja, ja. Und ich habe jetzt The Witcher 3 runtergeladen. Das Spiel, passend dazu. Nur mal so. The Witcher 3, hattest du das noch nicht? Nee, hatte ich noch nicht. Habe ich bisher immer drum rum. Und jetzt habe ich die Game of the Year Edition runtergeladen. Für 15 Euro mit allen Add-ons. Oder mit zwei Add-ons. Also Top-Ding. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, das kann sich sehen lassen. Das ist so, ich hast du The Witcher gespielt? Ich habe The Witcher gespielt, ja. Fand's ziemlich gut. Mein Musiktipp. Ich fange mal an hier. Und zwar, weil ich das vorhin auf der Autofahrt mal wieder gehört habe, seit langer Zeit, von Faithless Insomnia. Ah.
Ich will jetzt machen heute keine, keine Weihnachtsmusik. Nee, hatte ich überlegt gehabt, weil ich habe SWR 3 Podcast gehört hier, Musik und ihre Geschichte, da kam von Chris Rea, Driving Home for Christmas. Und habe ich gedacht, können wir eigentlich reinpacken, aber die unsere Playlist ist ja eigentlich auch fürs ganze Jahr und wenn dann plötzlich ein Weihnachtslied kommt, ist halt blöd. Muss ich nochmal überlegen, warte. Fände ich aber gerade witzig, wenn dann. Ja, dann mach's doch. Nein, Gottes Willen. Chris, Kate, ich warte. Überleg noch. Oh Mann! Oh, das ist aber jetzt schwierig. Hier kommt Alex. Toten Hosen. Ja. Was, die Toten Hosen? Echt? Ja, das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Ich mag das. Ich habe mal in der WG gewohnt und eine Mitbewohnerin von uns hat Gitarre gespielt und die konnte den Song auf Gitarre. Und da saßen wir alle im Wohnzimmer, sie hat Gitarre gespielt und wir haben Hier kommt Alex gesungen. Die Nachbarn haben sich gefreut. Es war ein Haus, von daher war es egal. Ach so. Ja. Ja. Okay. Chris? Ich bin mal gespannt, vielleicht kommt Erik drauf, wenn ich ihm die ersten Textzeilen vorlese. You know what? I like the playettes. Ja? Was playettes? Ah, oh, Gott, okay, er weiß es nicht. Okay, ich nehme diesmal von Blackstreet und Dr. Dre und Queen Pen No Diggity. Oh. Genau. No Diggity. Das auch wieder ein Song, den kann ich auch immer hören. Und ja, zwar immer geil. Laut. Der ist geil. Ja, das. No diggity, no doubt. Mhm. So, ich füge das jetzt alles live hier hinzu zu unserer Playlist, die damit wiederum 3 Songs reicher ist. Wenn ihr da mal reinhören möchtet, geschätzte Hörer, dann geht einfach auf Spotify und sucht nach Kinocast-Songs. Da habt ihr jetzt schon eine reiche Auswahl an diversen Songs. Ihr könnt ja dann beim Hören nochmal raten, wer könnte das empfohlen haben und könnt dann hier nachschauen. Vielleicht müssen wir mal eine komplette Liste machen. Oder? Kann man ja jetzt, also das, wenn ich jetzt das, mal an. Das ist eigentlich relativ einfach, glaube ich, wenn man dann das hat. Und das sind, die abgefahrenen Sachen sind von Erik, die typischen, die Pop-Hit-Sachen sind von Kate und die richtig coolen Nummern sind die von mir. Ach, hier kommt Alex. Ja. Naja, Thanks for the Memories ist auch nicht unbedingt Pop. Taylor Swift? Ja. Ja. Ich bin halt ein Swiftie, sorry, Mann. Ihr solltet mal meine Spotify 2019er Rückblende sagen. Das ist alles voll mit Taylor Swift. So, ich sehe gerade gar nicht durch, ob wir irgendwie Kommentare zum letzten Mal hatten, weil die ganzen Kommentare alle sich auf das Gewinnspiel beziehen hier, auf das Rätsel. Ich glaube aber nicht, ich weiß nicht. Muss ich mal zurückblättern hier? Nee, also letzte Folge steht dran, 0 Kommentare. 0 Kommentare, dann gab es ja wahrscheinlich ja, keine. Ja, danke an alle, die beim Gewinnspiel mitmachen, aber nicht kommentieren. Ne? Ja, dann, ihr könnt jederzeit, liebe Hörer, könnt gerne Kommentare schreiben auf kinocast.net oder kontaktiert uns über die üblichen Wege, ihr findet das schon raus. Wir sind sehr gespannt, was ihr zu Star Wars sagt. Lasst uns da auch einen Kommentar aber, da. Ja? Ja, aber bitte spoilerfreie Kommentare. Ja, oder dann. Nachher liest es jemand, der den Spoiler-Talk nicht gehört hat. Und ist ja blöd. Oder wenn ihr was Spoiler-behaftetes schreiben wollt, nutzt das Kontaktformular oder schreibt direkt eine E-Mail an eric@kinocast.net, kate@kinocast.net oder chris@kinocast.net. Und dann können wir dann versuchen, das irgendwie verschlüsselt oder beim nächsten Mal im Spoiler-Talk dann zu behandeln, eure Sachen. Dann sind wir eigentlich durch für heute soweit. Das Gewinnspiel läuft da ganz gut, machen immer noch sehr viele mit. Sind ja nur noch ein paar Tage und dann werden wir, denke ich mal, in der nächsten Sendung schon mal die ersten Sachen verlosen. Genau, ich gehe jetzt noch raus und baue einen Regenmann. Mach mal. Lasst es euch gut gehen. Bis nächste Woche dann. Tschüss. Schöne Weihnachten. Ja, schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Lasst euch schenken. Ciao. Tschüss.
bald im Kinocast.